Hey, willkommen! Ja, ich habe mein neues Pferd, ein Lebkuchenpferd. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, es gibt etwas komplett Neues, womit ich gar nicht gerechnet habe. Wenn du so wie hier, wie Fabiane, auf das Menü des Pferdes klickst, ist plötzlich etwas Neues. BTN RM Consumables. Also, für mich sieht es irgendwie magisch aus, wie so bei Minecraft eine Potion. Wenn du da dann draufklickst, erscheint das hier. Etwas mit 2 Gonneherzen, 3 Gonneherzen, wie gesagt eine Potion, eine Lampe und irgendwas Glitzerndes. Das hier sieht auf jeden Fall aus, als würde man es anwenden können beim Pferd. Also wie das Futter. Aber es hat bis jetzt noch gar keine Bedeutung. Man kann draufklicken, aber es funktioniert noch gar nichts. Und was es sein soll, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Es gibt noch gar keine Anhaltspunkte. Das ist super neu. Aber natürlich habe ich das sofort ausprobiert an meinen Pferden. Und da erschien gar nichts. Dann habe ich meine Freundin gefragt, die super viel Pferde hat in Star Stable. Aber sie sagt auch, bei ihr ist nichts passiert. War wahrscheinlich ein großer Fehler, das so früh zu veröffentlichen. Und es haben natürlich einige Leute entdeckt. Deswegen ein riesengroßes Dankeschön an Fabiana und Jas für diesen Tipp. Danke euch. Ohne euch hätten wir es nie erfahren. Okay, damit hört es gar nicht auf. Es gibt noch mehr, was veröffentlicht wurde, was noch gar nicht, denke ich, da sein sollte. Und zwar eine neue Figur. Das hier ist Ada. Ada hat noch einen besonders langen Namen und steht hier in Hollowoods ganz in der Nähe des Steines. Einfach so rum. Und sieht schon nach so einem Druiden aus, oder? Und vielleicht ist es auch so, dass die Dinge zusammenhängen. Dass man bei ihr Tatsache diese Dinge aus dem Menü kaufen kann oder eintauschen kann. Mal sehen. Denn gerade Hollowoods ist ja gerade für Druiden und Magie doch ein wenig sehr bekannt. Vielen Dank an Tilly, Marlele, die mir sogar die Koordinaten sagen konnte, und sie. Vielen, vielen Dank euch. Dafür gibt es noch eine Erneuerung, die Tatsache, glaube ich, auch drin sein soll und richtig gut geworden ist. Geh mal zur Copy deiner Wahl und schau mal hier auf diesen Brettern. Da kann man ja aussuchen, welchen Parcours man haben möchte. Und wenn du draufklickst, tada, ist alles neu. Lara hat es für uns auch aufgenommen und sie freut sich regelrecht darüber. Hey, ich weiß noch nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn man hier so draufklickt, also ich versuche das nebenbei zu filmen, dann ist hier auf einmal so ein neues Bild. Also das sieht jetzt so aus. Und Tilly hat es auch aufgenommen. Oh mein Gott, Jess Play. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber wie schön ist das bitte? Außer, dass es hier auf Englisch ist und ich auf Deutsch eingestellt habe, aber ich glaube, sie freut sich noch mehr darüber. Ich weiß, es gibt verschiedene Gangarten beim Pferd, wie das Pferd laufen kann. Aber es gibt auch verschiedene Dinge, die der Reiter machen kann währenddessen. Also dieses Auf und Ab oder einfach sitzen bleiben. Und anscheinend gibt es noch was anderes, was ich so gar nicht kannte. Das Aussitzen. Und zwar soll das einfach funktionieren, wenn man die Shift-Taste drückt und W. Dann bleibt der Reiter, wie hier zu sehen, sitzen. Die sind Jas entdeckt. Ich kann das so gar nicht. Probier es unbedingt mal aus bei deinen Pferden. Denn für alle Reiter, die es wirklich so kennen und machen, muss das richtig cool sein. Ja, wir sind ins Spiel wieder mal alle mit irgendwelchen Sachen durch die Gegend gerannt. Sei es Heu oder auch eine Striege. Aber eine Kettensäge ist beim Reiten doch höchst ungewöhnlich, oder? Besonders, wenn diese gerade läuft. Ja, mit einer laufenden Motorsäge, die wirklich ziemlich qualmt, bin ich durch die Gegend geritten. Und nicht nur das, ich habe mein Pferd sogar gestriegelt, aber es ist nichts passiert. Auch Julia hat das gemacht und bei ihr ist alles gut gegangen. Und diese Kettensägengeräusche machen mich einfach irre. Die sind ja so laut. Ja, du hörst von anderen Spielern jetzt die Kettensägengeräusche und nicht nur, wenn du in der Nähe bist. Ich bin jetzt gegenüber von See und höre dir jetzt trotzdem die Geräusche. Da ist womöglich sehr realistisch, diesen Lärm zu hören. Das ist ja auch ziemlich laut, aber ist doch ziemlich nervend, oder? Und du hörst nicht nur diese Geräusche, sondern alle. Alle Geräusche von anderen Spielern. Wenn ihr Pferd füttern oder ihr Pferd striegeln, hörst du das? Und ich denke, ich bin irre. Ich stehe hier so und ich sehe auch keinen, aber ich höre Geräusche, die ich denke nicht da sein sollten. Wer hier bei der kleinen Insel ist, mit den Füchsen, kann sich mal hier oben hinstellen. Schau mal runter. Ja, das sind die Fähren einfach und werden da stehen. Aber was noch erneuert ist, ist das Lager. Schau mal bei Fort Pinter und bei Moorland. Da ist das Lager einfach mal total überarbeitet worden. Richtig hübsch. Vielen, vielen Dank, Leo, für deinen Hinweis. Und wer dann reingeht in den Stall und sich denkt, so Mensch, ich möchte mal meine anderen Pferde füttern, sollte das unbedingt machen. Steige von deinem Pferd ab und geh zum anderen Pferd und versuche es zu striegeln. Und ja, du wirst Tatsache teleportiert und kommst wieder zu deinem Pferd an. Ja, ist halt Star Stable Logik. Du wirst halt immer zu dem Pferd teleportiert, auf dem du als letztes saßt. Aber ich habe noch einen Tipp. Und zwar, wie du richtig viele Juwik-Schillinge bekommen kannst.
Und zwar, du kennst die Schneestürme hier. Und ja, die Aufgaben wiederholen sich immer und immer wieder. Allerdings, wenn du es schon gut kannst, kannst du sie auch schon erledigen. Denn für jede Aufgabe hier kommen zum Beispiel 250 Starcoins. So bekommst du durch 3 Minuten Questarbeit so viel Jovik-Schillinge. Das lohnt sich schon. Mache diese Aufgaben also immer und immer wieder und werde einfach damit reich. Und wenn du mal absteigst und bei einer Quest laufen musst, wirst du merken, deine Fußabdrücke sind ja seitlich. Du läufst geradeaus, aber die Fußabdrücke laufen oder folgen dir seitlich mit. Egal, welche Richtung du gehst. Ja, macht gar keinen Sinn, ich weiß. Dieser Zermi entdeckt, vielen, vielen Dank. Ich find's auch super ungewöhnlich. Diese bodenlose Quest hat Thea erlebt. Der ganze komplette Boden fehlt und irgendwie alles andere. Nur diese Dinger hier existieren. So, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vor allen Dingen vielen, vielen Dank für eure Tipps. Ich freue mich, diese in meine Videos zu verpacken. Und worüber ich mich noch freue, dich im nächsten Video wieder zu sehen, denn es ist das große Jahres-Star-Stable-Backrückblick. Bis dahin, hab eine schöne Zeit. Tschüss!